Ein planetarisches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal und mit dabei ist wieder der liebe Quarzi. Hallo Quarzi. Hallo. Seht ihr, er sagt auch Hallo. Und Leute, ich habe wieder mal schlechte Nachrichten. Und zwar hatte ich wieder ein Video aufgenommen und war in einem Dungeon. Hab den ein bisschen erkundet, aber nichts wirklich Traumhaftes gefunden. Und dann war es so. Ich hatte mir Nachtsicht noch reingepfiffen, damit ich noch dort unten sehen kann. Und dann war es so, dass der nicht weiter aufgenommen hat, mein Screen Recorder. Und das war dann so ein kleines Problem, sag ich mal, ne, Plenny? Ja, da, das stimmt. Aber, Leute, ich habe etwas herausgefunden. Es gibt hier ein Nether-Portal. Da oben, wo wir einmal Kristallika gefunden haben. Und da wollte ich heute zusammen mit euch reingehen. Und ich muss euch auch auf jeden Fall Danke sagen. Und zwar, ich werde es euch auch oben rechts verlinken, kam ein neues Projekt an diesem Freitag online und zwar Starblocks. Die Folge ist mega, mega gut bei euch angekommen. Das freut mich mega, denn ich wollte einfach mal ein neues Projekt machen und eventuell werde ich euch auch mal ein Vorstellungsvideo zu diesem Mod, das wir dort benutzt haben, machen. Wenn ihr wollt, das könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben und oben rechts abstimmen, ob ihr das wollt. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da auch abstimmt. Aber wir sind jetzt hier in der Welt von Timestorm und nicht von Starblocks. Und ich habe immer noch nicht meinen Screen. Wir gucken gerade noch mal in der Truhe. Was, hier. Ob vielleicht der oder die, die hier wohnt, da was reingetan hat, ist aber nicht so. Und Leute, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich da ja jetzt Angst reinzugehen, ne? Okay, aber wir tun's. Schwert bereit, Kristallika. Ich habe keine Ahnung, was da drin sein wird. Leute, es lädt schon mal. Okay, Leute, ich join gerade wieder in diese Welt. Ich hätte mir vielleicht eine Potion mitnehmen sollen. Irgendwas. Weil ich sehe gar nichts. Und es lädt hier lädt das alles. Und dann ist noch dieser Chat im Weg. Wir lassen es erstmal laden. Ich sehe schon unten rechts einen Zombie-Pigman. Wo ist das Portal? Leute, hier ist kein Portal mehr. Oh nein. Ist kein Portal gespawnt. Und ich springe gerade im Abgrund. Hallo? Ist hier jemand?
Eine Nesserfestung. So, dagegen habe ich ja jetzt nichts, aber wo ist das Nesserportal? Das ist mein Problem. Alter, die kann hier sogar tatsächlich was abbauen. Was war das gerade? Das sah nicht normal aus. Das sah nicht nach einem normalen Monster aus. Holy Capoli! Oh, was ist das? Leute. Veneta hier ist ziemlich gruselig. Und wo ist dieses mistige Portal? Oh mein Gott, Oh. Hallo? Hier ist auf jeden Fall Quad. Ich habe ein kleines bisschen Angst, Leute. Hallo? Ist hier jemand? Ich habe auf jeden Fall ein Gas gehört, was schon mal nicht sehr gut ist. Hi. Ich habe keine Ahnung, wo wir sie hier sind, Leute. Ich glaube, ich mache hier gleich einen kleinen Cut rein und suche erstmal nach etwas. Nach dem Portal oder so, bevor ich wieder zurückkomme. Okay, Leute, bis gleich erstmal. Xalgan? Leute. Ich hab ein bisschen Angst, was passiert. Ich bin schon mal bewaffnet. Das sieht auf jeden Fall nach einem Kampf aus. Und es sieht lecky aus. Hallo? Da ist er. Xalgan? Er ist Xalgan. Xalgan, warte, was steht da? Atheons Sohn? Oh mein Gott, nein, Leute, es leckt total. Wir machen ihm viel Damage. Theons Sohn. Mein Vater kommt auch noch dran. Was machst du hier überhaupt im Neta? Dein Vater kommt noch. Und boom.
war Atheons Sohn sonst unser Erz? Was ist das? Leute, das glaube ich ein Schwert. Oh mein Gott, was ist das für ein Schwert? Der Zeitsturm. 65,5 Attack Damage. Kristallika. Leute, der Zeitsturm. Oh mein Gott. Ich glaube, Atheon war die ganze Zeit auf der Suche nach dieser Waffe, weil sie vielleicht eine der einzigen ist, die ihn besiegen kann. Und deswegen hat er seinen Sohn losgeschickt. Kristallika, dich gebe ich dann für... Vielleicht können wir Kristallika dann Amara geben. Aber oh mein Gott. Der Zeitsturm. Das Portal haben wir schon mal. Ich will den Zeitsturm jetzt ausprobieren. Schade, wir können ihn nicht mehr an Xalgan ausprobieren. Atheon hat also einen Sohn. Und den... Also meine Vermutung ist, glaube ich, dass er den losgeschickt hat, um dieses Schwert zu finden. Aber wieso sollte er dieses Schwert wollen? Weil wahrscheinlich ist es gefährlich. Dieses Schwert ist so stark. Mega cool. Leute, wisst ihr, wie cool ich dieses Schwert gerade finde? Das ist mega cool. Leute, ich finde dieses Schwert mega cool. Auf jeden Fall, Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da für den Zeitsturm und für diesen Kampf mit Xalgan. Und ja, ich werde jetzt zurück in die normale Welt gehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr, wie gesagt, einen planetarischen Daumen nach oben da lassen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen planetarischen Tag. Haut rein und wir sehen uns im nächsten Video hier auf diesem Kanal. Bis dann!